Es gibt eine schöne persische Redewendung, mit der man seine Zuneigung ausdrückt. Sie heißt Qurbane Shoma. Ich opfere mich für Sie. Und jetzt wird aus dieser Floskel Wirklichkeit. Sie gehen auf die Straße und nehmen es mit dem hochbewaffneten Machtapparat auf. Sie sind wirklich bereit, ihr Leben zu opfern. Und was sind ihre Waffen? Sie halten ihre Handys in die Luft und ihre Kameras. Was ihnen dabei auch Mut macht, ist, dass die vernetzte Welt die Schlägertrupps sieht. Die digitalen Iraner setzen es ins Internet und schicken damit auch zwei Botschaften an uns. Die erste: Glauben Sie nicht, verehrtes westliches Publikum, dass die Iraner in den letzten Jahren kollektiv ihren Verstand verschleiert haben und nur blind ihren Führern folgen. Glauben Sie nicht, wir wüssten nicht, was eine moderne Welt im Innersten zusammenhält. Wir sind Weltmeister des Internets und haben sehr wohl eine Vorstellung von Demokratie und Freiheit. Die zweite Botschaft: Der Westen hat Ahmadinejad kritisiert und damit auch Iraner zur Kritik ermutigt. Jetzt wollen seine Bürger ihn loswerden. Da darf man nicht bei Menschenrechtsverletzungen schweigen. Da reicht es nicht, wenn das Auswärtige Amt den Botschafter einbestellt und ein paar kritische Fragen stellt. Wie viele Iraner müssen auf den Straßen sterben, damit Angela Merkel deutlich wird? In Deutschland gibt es nämlich eine sonderbare Tradition beim Thema Iran. Wir setzen ganz auf stille Diplomatie. Steinigung, pst. Religiöse Minderheiten verfolgen, pst. Frauen unterdrücken, pst. Seit dem Wochenende sind wir jenen, die ihr Leben riskieren, schuldig, laut zu werden. Sie sagen, Qurbane Shoma, ich opfere mich für Sie, und Sie meinen es ernst.